OK, camarades, let's start. Yes. Would you please sit down, comrades? Yes. Okay, what are we going to do now until dinner? Is organized in five blocks. The first block, we will hear the report on the statutes, and then we'll do the adoption of amendments to the statutes, and we will elect the coordinator of the statutes commission. The second block, we will have four interventions of guests. On the third block, we'll vote the adoption of the political document. On the fourth block, we will adopt the evaluation and evolution report. And on the last and fifth block, we will proceed to the election of the presidency, and we will listen to the new president. Okay? So, we will have a lot of votes. I hope you all have your voting machine with you. And now, to share the first block on the statutes, Comrade Yanis takes the floor. Thank you, Renato. So, we should not lose time. Please have a seat, those of you who are not already sitting. And please produce less noise in the room. You can always go outside, those of you who don't have to vote, and discuss with your friends. Okay, as Renato said, we start with the report of the statutes. After the report, we will conclude with the adoption of statutes and the election of the chairperson, coordinator of the Statutes Commission. So for the presentation of the report of the statutes, I would like to invite our tireless comrade, Giri Hudecek, who has made an enormous effort to coordinate the work. Dear comrades, let me first of all greet you and express a wish that we will overcome our sort of difficult time, because we are already almost 10 hours working here, and actually, as we are fighting for good working conditions, I am not sure how much this corresponds to it. In addition, I would say that Presidium kept me since lunchtime in some kind of tension, in which moment they will ask me to come to the floor. So this is sort of exhausting situation, but doesn't matter. Much more exhausting for us would be to go through this whole proposal, because I have to say, and I will return to it a little bit later, there was this time a little bit more work than it was used to be, and therefore, in this difference from former situations, former congresses, I mean from Paris or from Madrid Congress, where we always did have only changes, now we have the whole text, which is prepared for you to understand all things. The main motivation of these changes is now not internal, it means they are not that much reflecting our internal needs, although there are some which reflect these needs, but it is more or less external, because you may know that there is a slow development, but very important development in European
legislation regarding European parties of, on European level, political parties on European level. And part of these changes is including also changes in the way how the whole agenda, let's say, of European political parties would be administrated. There is an authority which was created, and we will be obliged to submit our statutes for some reviews, etc. So there is a need to start with evaluation of our existing statutes. I have to say that to some surprise of me, we found that the wording or text, which is as it is deposited in Belgian court, was not exactly the same as we have been working with. So this was additional task. And first part, which you will find, I hope everybody has this proposal with close to him or her. Unfortunately, or it is our usual practice was till now that we always had as official language of statute English, so we are working till now with English text. It will probably have to be supplanted by French too. In this proposal, it could be divided. Let's say if you turn the first page, you see that it starts this word statute, and then it is a text which is more or less familiar to you because it is our old statutes. Which precedes is part which was published in Moniteur Belge in 2004 in July. And as we have been informed, it could not be changed. So this is reflecting some legal act as it was done in July 2004. It is just to be sort of record of that act. I would say we have to accept it with much deliberation on it. These are these names with all, unfortunately, mistakes and typos which they contain, and with all problems, let's say, that not all founding parties are represented. I have been made aware of it. I am well aware of it because our party, which was also founding party, is also not represented. And even me, as a coordinator of Statutes Commission all since May 2004, since Rome Congress, I am also not undersigned. So it was probably just some act made in some pressing need, which was done 2004, and we cannot change it. What we can change, and what we will really vote about, are other parts of the statutes, and here I would like to start with some explanations or a reminder. I know many of you are not in your first Congress, so you may remember it, but still it's worth of reminding you that the statute is a sort of special document for us. Of course, with all documents we are working on a ground of consensus, but with statutes, it is, as I think Natasha once put it, it's a sort also could be regarded as a sort of contract between our member parties. So all changes to be made in the statute have to be discussed in all member parties, and we always proceed in this way in preparation of Congress. So this is for you to understand that there is no possibility after this process has been finished, there is no possibility to add, let's say, additional proposals, etc. They could be considered, and I would later come to it, and we would do it, some considerations for future, but they could not be considered now because they didn't come in time. Saying this, I would have to, recall all proposals we obtained and a little bit recall work which has been done in preparation of this document.
First of all, we started with, let's say, legal procedures with help of Daniel and Brussels office already more than 1 year ago, so already before first meeting of Statute Commission in January in Berlin. In January, we started officially as a commission. And since that, we have had several meetings, but most importantly, we also solicited some or asked for proposals. They have been proposals made by Syriza, proposals made by Die Linke. And basically, these proposals and by Communist Party of Austria also, these proposals which came till July this year, till a meeting of Statute Commission which took place in the mid of July in Prague, these have been sent to all parties and considered by all parties. Saying that, I have to admit that unfortunately not all member parties were, for this or that reasons, able to participate in the work of Statute Commission, so usually the presence was representing, let's say, 10 to 12 parties, but this is always like that. We always announce the meeting. All documents have been sent out by the office in Brussels to all member parties and also by myself personally to all members which participated at least once in the work of Statute Commission. So I would say they have been disseminated in a proper way. Now, maybe I am not sure, but I would like to ask the Presidium of considerations how to proceed with the voting, because in working procedure or in rules of procedure of this Congress, we have a sentence or we have a paragraph saying that all proposals will be voted independently each after each, one after one, which given the rather large extent of changes would take quite a long time. So maybe either we could vote always one group of articles as they are in a statute under the same number and under the same heading, which would probably simplify work quite a lot, or if there will be no objections or no other proposals, we can also do it in, let's say, as a block, as a whole. So this is one point. Second point is that there are some parts where I would ask you to check the text most thoroughly. They are not parts which have to be voted, like names of the member parties or name of the European Left Party in different languages. We did make some corrections, we did introduce some small additions, let's say already anticipating a positive result of the voting on accession of new members, but we have been not able probably or could be, we could not check thoroughly all names, actually looking around to the logos and to the names of the parties, I am never completely sure because with some logos I am a little bit at loss. This is unfortunately so, and this is reflecting some situation as it developed in the European left. So now maybe I would just ask the Presidium about their opinion, how to proceed, or it could be also the vote on it, how to proceed with the voting and with the enumerating of all changes. I would go through the whole text later, for sure, but the question is if we would vote each question independently or if you would agree with voting in one block for a whole statute. Okay, so we discussed this in the meeting of the Presidium during the break.
The proposal, the procedural proposal we have, since the Congress is the sovereign body that decides, is the following. Yiri makes the whole presentation of the statutes changes. We ask if anyone wants to intervene concerning one or more proposed amendments. And the proposal is to vote the changes as a whole. Of course, according to the rules of procedure, if there's any party that insists on separate voting of a specific amendment for some political reason, according to the rules of procedure, we will vote this amendment separately. This is the proposal. So I think that you can present the whole new version of the statutes and then proceed like that. Thank you. Thank you. So let's do it. Let's start with, returning back to the page one and page two, to the first piece of paper, I have to say, this is just a historical part and we have no way how to change. It was already published 12 years ago in Monitor Belge and we can just accept it as it is with all problems and all errors it contains. So let's start with next page, page three, and with a point named one, general provisions, name, seat, and term. The change is just technical, as it was suggested by Belgian lawyer, to reflect more closely the requirements of Belgian association law. Otherwise, the text didn't change at all. So I think the whole article one is without much considerations. Article 2 has one important change. This is which is made in green color in your printouts, and this is again a requirement of Belgian law, which requires that officially we are as non-profit association according to Belgian law, and Belgian law stipulates that it is always part of our name. Actually, you know that we are already doing it for years, so I don't think this is anything which would be a problem. Then in a list of names of European Left Party in different languages, there was one correction because we have been made aware of a mistake in Greek text. I hope that is now okay. Our command of Greek is not that strong, so I would ask our Greek comrades to check it. And there is addition, some small mistakes, so we will correct it later, but I think these typographical errors could be corrected easily. And then there is also addition in Slovenian language. Again, I would like to ask our Slovenian comrades to check it. Nevertheless, everyone is just asked to check his or her language if there is no mistake, because it could be by copying and by repeating easily to make a mistake. Again, there is a change now marked in blue, because, or in dark, let's say magenta or whatever color is it, that just says there is a head office located or a seat, which is again something which is required by the law. So this is, again, I think, without any problem. And there is a new Article 3, again, stemming from requirement of Belgian law about associations, saying that association is created for an undetermined term. So this is, I would not say forever, but for now, it's now like forever. I think the whole part, number one, could be taken as finished without much problems or much deliberations. Now number two, aims, Article 4, and number two, Article 4, aims of EL without any change, so we can proceed further. And now part three, membership, Article 5, again a new paragraph in green, which is just a quotation required again by Belgian law. So it says that
We don't limit the number of members, and Belgian law requires that it has to be minimum of 3 members, otherwise there is no association. So this is again something which is, let's say, without problem. Let's proceed to Article 6. There are 2 additions, but they are just logical additions, because before we introduced, in last Congress, we introduced the AEL partner category, and we have already in 2007 introduced the individual members category, but they have been not quoted in this enumerative article, so I think this is again quite simple and technical change. And then there is a list of actual member parties, which was, I have to admit, created only very recently, because I asked in vain to get it from some reliable sources, so we did it just with Daniel together, so it might contain some problems if I would again ask all represented here in the Congress to check the name, in if it is official English name they are using. If not, I think it would be no problem to change it in a text later, because it is just a version for a Congress. We know already about one change. We didn't, because of using old text, we didn't change it in a text and in a proposal. It's a Socialist Alliance Party in Romania, which changed the name to Romanian Socialist Party. So we are already, this is a change I announced to you. Otherwise, I again ask for checking. If you noticed, there are observer parties, and also Party of Sustainable Development of Slovenia, which are pending, waiting for approval by this Congress, but we introduced it already here. Of course, if decision of the Congress would be negative, which I hope it will not be case, but it could happen, then they will be taken out. So this is for Article 6, observer parties, and EL partners are also quoted. Article 7. Jiri, can we? Slowly. Okay. No, no, not slowly, faster. Shorter, not faster. Faster? Shorter. Faster? Shorter. Yes. Renato is pressuring me. Okay, okay. Then, if there are no changes in. There is one important change in the structure of a document, and this is introduction of new body of European left called General Assembly. This is entirely according to, and forced upon us by Belgian law, but it was thoroughly discussed in all meetings of Statute Commission and also of Executive Board, so I would not stop too much on it. It is reflected in Article 7 already, and in Article 7. This is a General Assembly which has to be held every year. Article 8 without change, the same Article 9, and then Article 10 is new one. Belgian law requires us to state exactly rights and duties, so this is again was discussed thoroughly in Statute Commission. So I hope we can go to part 4, organs, which was most discussed one, and quite sometimes many changes and many proposals. We tried to incorporate all proposals as far as they have been adopted or accepted by all member parties participating in the work of Statute Commission. So this is Article 11, just naming the bodies, Article 12, 13, 14, without much change, except for Article 14, where somehow the red color was taken out from the first line, but then let's proceed to Article 15,
16, which is always as it was, Article 17, 18 again, without any change. Here I have to stop, perhaps. We got a proposal by Die Linke for a double presidency, I mean reflecting the gender balance. It came unfortunately quite late, last month, so it will be treated and discussed further in executive board, and we will take all necessary steps to be able to introduce it in the next change of statutes, which may take time, may take place in time of next General Assembly. Article 19 without change, Article 20 some small change because head of secretariat function was decided or already vacant for quite a long time. Then there is an important change in Article 21, executive board meetings two times in a year, which was actually one of the internal proposals. Actually, we would have three similar meetings because General Assembly would be sort of substitute for one of executive board meetings. So instead of four, we would have just two. Entirely new are Articles 23 and 24 regarding the General Assembly. They are also Article 25. They are reflecting actually basically a requirement of Belgian law. At the same time, exact wording here is a result of our discussions, quite lengthy sometimes, in the Statute Commission. So now, next point, which was also discussed a lot in Statute Commission, is a presidency as a new term which is introduced to show that there is a certain cooperation and certain collectiveness between chairperson and vice chairpersons. Otherwise, there are more or less just technical changes. One is important, shifting some duties from vice presidents to the political secretariat, because in evaluation of EL work, it was found that for a vice president, it's difficult to fulfill these duties, and it's basically impractical. It brings me to next change, Article 29, where name of the secretariat was changed to political secretariat in order to express political responsibility for of a secretariat between executive board meetings. And there are also some small, basically small additions to the duties. Most important part is the composition of political secretariat. It will be elected by executive board on basis of proposal of Council of Chairpersons. You know that we decided to do it as a global proposal, including the presidency and including other positions and other functions. Then this brings us to point five, which is without change, so it will take no time. And then there are just Article 29, which was basically moved to Article 25, so it is just a change in sort of change in structure, but without any real practical impact. And Article 26, as a historical one, we propose to omit. So that far my presentation, and I hope I didn't exhaust it, neither you nor the Presidium. Thank you very much, Yuri. So, first I'm obliged to ask if there's any delegate representing any party that wishes to make an intervention concerning one amendment. Angels. I would kindly ask
if there's another one that wants to intervene, and Angels, to be very short. Buenas tardes. Primero de todo, reconocer el trabajo de Giri, que es muy importante y difícil y poco grato, pero que es imprescindible. Yo me voy a referir a la descripción que hay en la página 1 y 2, donde cita las organizaciones fundadoras del Partido de la Izquierda Europea a partir de unos miembros. Entonces, en esa lista que está entre la página 1 y 2, hay una omisión. Y la omisión es de los camaradas que participaron en mayo del 2004 también, que eran los que representaban a Esquerra Unida y Alternativa, que es la organización de la que yo soy miembro. Y fueron Jordi Miralles, que hoy ya no está entre nosotros porque desgraciadamente murió, Toni Barberà, que lo conocéis porque ha jugado un importante papel en el Partido de la Izquierda Europea, y Francesc Matas. O sea, había tres compañeros que estaban ahí en mayo del 2004 en nombre de nuestra organización. Nos han explicado que esta lista corresponde a un acta notarial y es la transcripción. Bueno, ningún problema. El problema es que somos una fuerza constitutiva y creemos que eso tendría que estar reflejado. Por tanto, no podemos avalar esa lista tal cual está por un tema de responsabilidad democrática y también cooperativa. Solo la podemos avalar si se acuerda en el Congreso que eso se puede restituir en el momento que sea y tiene una solución, que es esa, es política, democrática y legal. Si no, a nosotros nos genera un problema. Gracias. Giri? If I may react, I understand this position, and I would just like to say there is a slight misunderstanding. The list is actually very imperfect copy of or transliteration of a list of signatures which have been attached to a legal document petition asking for a registration of European Left Party. It has no other significance. It is not enumerating which parties have been founder parties. May I remind you that till Paris Congress we did have a paragraph in our statutes naming founder parties, which of course included Esquerda Unida y Alternativa from Catalonia. On the other hand, decision of Paris Congress was to take out this part as a superficial. So of course there is nothing simpler than just to include it back. Even in my computer it is, it will take just, for me, 2 minutes. And if there is a will of our Congress to have it in a document, because I understand it would then be better, then for sure it is something we could vote on, maybe separately, I am not sure. And I would, as a person, because we didn't discuss it in our parties, but as a person, I would support this proposal to make everybody aware of it. Thank you very much. I think this problem can be very easily resolved. It's technical. There are also misspellings in the names that are already included, so it's just a mere technical thing to be corrected on Monday, let's say. Is there anyone else who wishes to intervene? No? So, we're gonna use our voting machines, equipment. I repeat the numbers before we open the vote. Number one is yes. Number two is no, and number three is abstention. So we will open the voting process now. So please vote.
Okay, so yes. We are voting to ratify all the amendments to the statutes of the European Left. Voting yes means that you approve. Voting no means that you don't approve. Voting abstention is abstention. So, what can I do sometimes? Maybe, may I? Yes. Maybe it's good to say that this is, as proposed originally, voting on a whole proposal, including the addition by returning to that paragraph Catalan about founder parties. Yes. Okay, so we are opening the voting process now. Please vote. Has anyone not voted? Please raise hand. No? So we can close the voting now. Thank you very much. So now we go to the second block of the process. Of course, I'm very, very sorry. We need to elect the new coordinator for the Statutes Commission of the European Left, who is appointed to make the proposal. We propose, okay. We have the duty to transmit the proposal for the candidacy of Comrade Jiří Hudeček, who just presented the statutes report. So now we will vote again for the president. It's a chairperson, it's a coordinator of the Statutes Commission. Please get your electronic things in your hands, and we can open the electoral process now. Has anyone not voted yet? Please raise hands. Everyone okay? Yes, so we can close the voting process now. Allow me to pass the floor to UC Saramo for the next steps of the process. Thank you, Yanis. Dear comrades, I'm very happy to warmly welcome our next guest speaker from the Left Party of Sweden, Jonas Sjöstedt. Varmt välkommen. Kära vänner, dear friends of the European Left, I have greetings to you all from the Swedish Left Party. Sweden is a member of the European Union, but we are not a member of the Eurozone. We, the Swedish people, rejected the Euro in a referendum some 13 years ago in a campaign in which the Left took a big, had an important role. This freedom from the euro has given us a better economic development and more freedom in our economic policy.
today, there are more Swedes believing in UFOs than wanting to have the euro as our currency. We have a minority government in Sweden consisting of Social Democrats and Greens. The left is not in the government, but the government is depending on us for doing their budget. And we use that influence that this position gives us to make major reforms for investments in housing and in welfare. From next year, we will impose a bank tax on the big banks in our country to finance it. We also made it a condition for our support to the government to roll back privatization. Next year, we will table legislation together with the government that will ban the possibility to pick out private profit from schools, education system, hospitals, clinics, and home for elderly. If we succeed in this maneuver, it will be one of the biggest rollbacks of privatizations seen in Europe in recent times. The Swedish Left Party cooperates with many parties around Europe, and we are happy to do so. But especially close to us are the other Nordic countries and the left-wing parties in Finland, Norway, Denmark, and Iceland. Last week, we went together, me, the chairman of the Left Party, with the chairperson of the Finnish Left Alliance, with the Danish Red-Green Alliance, and the Norwegian Socialist Left Party, to try to see our colleagues in Turkey, Figen Yüksekdag and Selahattin Demirtas. We were prevented from seeing them. We were stopped just outside the prisons. And I think we all have a very important task in stepping up solidarity for our comrades in Turkey that now suffer under this brutal repression of the Erdogan's regime. The sad thing is that partly it's the European Union giving Erdogan the tools for oppression. By doing the shameful accord on refugees, Mr. Erdogan is now in a blackmailing position over the European policies. And Europe pays the Turkish regime, and it also pays with its silence when it oppresses the true opposition of the country. This accord has to be abolished. We live in a time with failures of the European cooperation and of the European Union. And that requires a lot from us as left-wingers. It requires that we come up with true answers to the questions that cannot be answered by the present European Union. Maybe the largest failure we've seen the last year has been the failure to cooperate, to help refugees, to give them the protection that they deserve, to grant the right of asylum. Instead, we've seen a game of countries closing their borders, trying to push poor people somewhere else, but denying them the right of asylum that actually is part of the human rights. The left has to come up with another answer, an answer of common responsibility and cooperation in Europe. We can fix this together. If there is will, if there is respect for human rights, if there is respect for asylum rights, if there is cooperation with the UNHCR, there is nothing stopping us from organizing a decent, humanistic answer to the refugee crisis, and that can be the only solution promoted by the left, not national egoism. We've seen for years now the terrible failure of the economic policy of the euro and of the European Union. It's been imposing austerity on countries. With doing so, it's been preventing economic growth and social development. It's been asking countries to privatize public property to diminish labor rights. And the result of all this is failure. It's bad economic development, it's lack of growth, it's not economical space for public investments that is necessary. We see a union that saves banks but makes young people unemployed all over Europe, and that is not the union of the left. In this crucial moment, we know this crisis will come back to us quite soon. It's important for us to put forward on the table very concrete proposals for reform and alternative economic policies.
it's also the responsibility for our party, not being in the euro, to take part in this common discussion for better economic policy in Europe. Just a couple of weeks ago, we arranged together with the Danish Red-Green Alliance a major conference for Plan B in Copenhagen, with some 21 parties from all over Europe meeting to discuss this in a very practical way. I think we need to do this more, and we need to do this together to be better prepared the next time the European Commission and the economic crisis hits us. And of course, my friends, the Brexit was an utter failure for the European Union and a very dangerous one. The criticism that we saw in Great Britain against the European Union was not one from the left. It was dominated by xenophobia and nationalism, and those can never be our allies. But here we are, in this very open and difficult situation, where apparently not even the British government really don't know what to do with this situation. I think it's our responsibility, it's our task, to put up a progressive alternative for Brexit. An alternative that put workers' rights first, does not limit the free movement of workers, but instead limit the possibilities of companies to exploit the workers, to keep Britain close to our countries in cooperation, but and keeping the social component and limiting all those policies that actually caused troubles for a lot of people, immigrant workers or domestic workers. There has to be an international answer that takes away the oxygen, takes away the breathing space for the xenophobic right by giving true answers, and true answers is working rights for everyone, regardless of coming from Poland, from Britain, from Sweden or from Greece. We live in a time that requires a lot from us to the left. We can feel the distrust to politicians. We can see the difficult circumstances that millions of people are living all over Europe. We can realize and we can accept that there is a lot of true, justified criticism against how the European Union works. But there are also some very bad answers to that criticism, and there are some very good ones. We simply have to fill this void of distrust, this void of desperation, this void of not believing in the political powers today. If we do not fill that void, someone else will, and we know who those people are. That is why our task is more important than ever. And the good news is that the left is growing. Yes, the left is very diverse. The left comes from different tradition, but the left is growing, the left is meeting, the left is trying to form alternatives. Just look around the map of Europe. The last years we see the tremendous rise of a modern left in Poland. Who could have thought about that 3 years ago, that tens of thousands of Polish women would fill the streets of Warsaw and the other big cities protesting against the total ban on abortion? That is a European struggle. We now, just in a few years, see the rise of a new left party in Belgium with substantial influence that could be a major political power in the Belgian society. We've seen the success story of Podemos. We see other parties like Die Linke in Germany or the Dutch Socialist Party and others grow stronger over the years. We should not only look on our weaknesses, we should look on our strength and our possibility to form alternatives. And I truly believe that if we do not form this alternative, there is hardly any acceptable political force that could do so. That is why it's so important that we meet in this way. The left is diverse. Not all parties are members of the European Left Party. We meet on different platforms, and I think that's natural in this development that we are in. So let us be open-minded. Let's meet together. Let's discuss the true challenges, and let's, most of all, discuss true solutions to these challenges. That is why I, as the chairman of the Swedish Left Party,
I'm happy to see how you think about creating a European forum for all the left forces in Europe. I think that is a good step forward, and I'm happy that we will meet again there next time. And I wish you all luck in your work. Thank you so much. Thank you very much, Jonas. And it makes me very happy to give floor to a speaker from a new member party, Party for Sustainable Development of Slovenia, Matthias Hantak. You have 6 minutes. Thank you, comrades. At the last Congress of the European Left, I announced that my party, TRS, Party for Eco-Socialism and Sustainable Development, wants to become part of the European and global movement of left, promoter of the solidarity, equality among people, peace and social justice. Since our first meeting in Madrid, many changes happened. As I promised at that time, in Slovenia we founded a new United Left coalition, even with the help of European Left, for which I specially thanks. I'm especially grateful for the assistance of the Austrian Communist Party and the President Mirko Messner, and Syriza and its president Alexis Tsipras and our comrades Yanis Bournos. Please, Yanis, bring our gratitude to Alexis. They came in Ljubljana and promote our coalition. 3 months after the establishment of our coalition, on European elections, we achieved 5.5% of votes. 3 months after this, thank you. 3 months after this, on national elections, we got 6% and came in parliament, only in half a year. Thank you. As a small opposition group, by the number of members in parliament, we didn't have a big role in changing the situation in Slovenia. But in our work, we are very visible. Staying in the parliament, we got opportunity for the public microphone through which we can inform the citizens about the values and goals of the left, which are so far insufficient, heard. But despite the small size, we bring in neoliberal world atmosphere of unrest. Already several times we softened too hard capitalistic law. Through parliament we managed to bring some of our own laws. Let me just mention the law on the equality of the LGBT community, including the adoption of children. Unfortunately, this was rejected in the later referendum. Often neoliberal political parties prevent to adopt of our proposals, but the same idea they propose little later. Of course, less radical. But even this is something, at least the beginning of the path, which without us there would not be possible. Thus, in our work also has the results. Opinion polls shows that for the moment that we can at least double our number in parliament. Dear comrades, I assure you that we will be, as a member of European Left, worthy comrades in the struggle against neoliberalism for a better today and tomorrow for all people,
irrespective of nationality, religion, sexual orientation, or social and economic status. Thank you. Thank you, Matthias. We only have one speaker left on this block. We have a speaker from a new partner party from France, Ensemble. Welcome, Jean-François Pélissier. You also have 6 minutes. Chers amis et camarades, nous sommes heureux de nous retrouver parmi vous à ce cinquième congrès du Parti de la gauche européenne, nous qui venons de signer le protocole pour en être partenaires. Ensemble, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire poursuit ainsi le processus d'intégration au PGE, en continuant à tisser des liens avec mouvements et organisations impliqués dans les luttes contre l'austérité, pour la défense des biens communs universels, pour la défense des droits, pour la construction d'une alternative écologique antilibérale et anticapitaliste au plan continental. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pendant ce congrès. Nous sommes présents jusqu'à demain midi. Notre délégation est à ma gauche de ce côté-ci de la salle. Pour celles et ceux qui ne le feraient pas ou qui n'en ont pas le temps, quelques mots. En janvier 2014, plusieurs forces politiques et collectifs militants, issus de la gauche alternative et de l'écologie radicale au sein du Front de gauche, se sont regroupés pour créer un mouvement commun et ouvert. Parce que c'est bien de la confrontation et du métissage des parcours et des cultures politiques, et par l'ouverture à de nouveaux acteurs, que peut se créer du nouveau en politique. Ainsi, notre mode de fonctionnement se veut différent des organisations dont nous sommes pour la plupart issus. À titre d'exemple, toutes décisions et orientations sont prises, autant que faire se peut, au consensus. Notre objectif est de défendre un projet global au sein d'un large front combinant des forces politiques et sociales, permettant à tous les stades l'implication des citoyennes et citoyens pour assumer la confrontation avec les classes dominantes et de construire une alternative de gauche au social-libéralisme et aux politiques de droite ou d'extrême droite. En France, au printemps dernier, des mobilisations très importantes ont eu lieu contre la loi travail, directement inspirée par la Commission européenne, que veulent imposer les sociolibéraux au pouvoir, les mêmes qui osent se prétendre de gauche. Cette loi est passée en force au Parlement par une procédure antidémocratique. Nous sommes évidemment aussi partie prenante, aux côtés des syndicats, mouvements ou associations, des luttes contre le TAFTA, pour un accueil digne des migrants, pour la régularisation de tous les sans-papiers, pour les reprises d'entreprises par leurs salariés, etc. Mais aussi, comme cela se développe partout en Europe, des mobilisations contre les grands projets inutiles et imposés qui prétendent privatiser l'espace public et les terres agricoles. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est un exemple emblématique pour nous en France, cet aéroport près de Nantes. Je n'ai pas le temps ici de citer tous les autres, mais certains combats ont été gagnés. Et oui, comme par exemple en Espagne, contre le projet Eurovegas, ou bien sûr, puisque nous sommes à Berlin, contre la prédation marchande de l'aéroport de Tempelhof, avec le soutien, entre autres, de Die Linke, et validé par le référendum victorieux de 2014. Bravo! À la fois parce qu'on voit l'importance de partager ces expériences de résistance et parce qu'on voit bien aussi que les attaques que nous subissons chacun dans nos pays relève d'une logique globale, l'enjeu d'une réponse à l'échelle européenne est essentiel. Nous nous investirons dans les groupes de travail du PGE, activement bien sûr,
notamment sur l'environnement et les services publics. Par ailleurs, 2017 sera une année d'échéance importante dans de nombreux pays européens. Le mouvement social met en évidence ici et ailleurs la rupture entre les exigences populaires et la représentation politique actuelle. Depuis des années, abstention, rejet des institutions témoignent de l'ampleur de la crise démocratique qui travaille nos pays. À l'élection présidentielle en France, parce qu'on voit bien que l'extrême droite s'installe dans le paysage politique, que la droite, sous cette pression, projette des attaques d'ampleur inégalée, et je ne parle pas de cette pseudo-gauche qui, depuis 5 ans au pouvoir, s'est acharnée à la détruire, il faut porter donc haut et fort une résistance à cette situation. Parce qu'elle porte cette alternative, nous avons fait le choix, comme d'autres, de soutenir la candidature et de faire la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Il faut faire front commun, tous ensemble, car cette candidature est aussi porteuse d'espoir pour l'avenir. Enfin, pour revenir au parti de gauche européen, puisque j'ai un temps de parole limité, ce sera Myriam Martin, co-porte-parole d'Ensemble, qui nous représentera à la conférence des présidents du PGE. Elle n'est pas présente ce week-end, car retenue en session de vote du budget de notre région Occitanie. Pour conclure, je lis et je vois derrière moi ce beau slogan « For Europe of Solidarity », pour une Europe de la solidarité. Nous sommes ici pour que cela devienne, avec notre intelligence collective, une réalité le plus vite possible. Chers amis et camarades, ensemble, autour de nos valeurs communes, nous serons plus forts pour gagner. En avant ! Liebe Genossinnen und Genossen, wir kommen jetzt zur Abstimmung über unser politisches Dokument. Genosse Laurent hat gestern ausführlich zu den Diskussionen und den eingearbeiteten Anträgen im Dokument Stellung genommen. Für ein kurzes Statement für unsere Abstimmung bitte ich jetzt aber trotzdem nochmal unseren Vorsitzenden Pierre Laurent zum Mikrofon. Chers camarades, ce sera très rapide parce que la soirée avance et nous avons encore beaucoup de travail. Je veux juste dire une chose. L'adoption du document politique tel qu'il résulte de nos débats, de nos travaux, de tous les amendements, est un acte politique très important du Congrès. Si nous adoptons ce document politique, comme je l'ai dit dans mon intervention, il ne s'agira pas de le ranger sur une étagère lundi matin. Ce document politique, c'est un engagement concret de toutes nos forces de nous unir dans des batailles et des axes de campagne qui figurent en toutes lettres dans le document politique. Et c'est un engagement commun dans lequel nous nous lançons pour construire avec toutes les forces disponibles, pas seulement celles du Parti de la gauche européenne, mais très au-delà du Parti de la gauche européenne, et le signal positif que vient d'envoyer Jonas est très important, et il y en aura beaucoup d'autres. Oui, le forum que nous voulons construire, qui est la décision politique qui figure à l'issue de ce document, peut devenir un événement extrêmement fédérateur en Europe, et il aura besoin de l'énergie de tous. Donc, je veux juste souligner, avant que nous passions au vote, l'importance de l'acte politique que nous allons effectuer tous ensemble en adoptant, je l'espère et j'en suis sûr, ce document politique. Merci à tous. Merci Pierre. Ihr braucht wieder eure Abstimmungsgeräte. Es wird auch gleich das Bild
kommen. Wir stimmen also jetzt über das politische Dokument ab. Eins ist wieder Ja. Zwei Nein, No. Und drei Enthaltung. The voting is now open. Haben alle gewählt? Konnte jemand noch nicht wählen und gibt uns ein Zeichen, dass wir noch ein bisschen warten? Okay, dann ist die Abstimmung jetzt geschlossen. The voting is closed now. Okay, danke schön. Wir kommen zu unserem nächsten Dokument. Ich übergebe an Anne-Marie. Maintenant, excusez-moi, je suis une femme de gauche, c'est pas de ma faute. Maïté Mola va vous présenter le document concernant l'évolution et l'évaluation des structures de la gauche européenne, document qui a été discuté hier avant que vous ne votiez. Maïté. Et merci beaucoup Anne-Marie. Et bon, et deux minutes. Et je pense que toutes les choses négatives qu'on a dit hier, le bilan qu'on a fait des choses positives et négatives, ont été ramassées de nouveau par les délégations. Ce sont des choses qu'on doit changer. Et nous voulons sincèrement les changer. Je suis sûre que la nouvelle direction va aller dans cette ligne-là. On doit avoir beaucoup de soins. Quand on fait le travail et comment on va faire ce travail-là pour que tout le monde puisse se voir. Pourquoi je parle en français? Para que todo el mundo se pueda ver reconocido. Perdón. Para que todo el mundo se pueda ver reconocido en esa nueva dirección. Espero que eso ocurra y simplemente decir que hay que poner expresamente en el documento que queremos trabajar con mucha más gente, como el día 25 y el plan B, hay que recogerlo expresamente. Y por último deciros que efectivamente en el foro ha habido un enorme acuerdo en casi todas las intervenciones, hay un acuerdo enorme de su necesidad, lo que quiere decir que un partido de la izquierda europea que miramos hacia afuera, que nos abrimos a movimientos, sindicatos, esto es un partido de la izquierda europea útil y con vocación de dar alternativas a la crisis humanitaria que recorre como un fantasma Europa. Gracias. Alors, chers camarades, à vos machines maintenant, préparez-vous à voter. Ah oui, c'est toujours le même système. Oui, 1, non, 2, 3, abstention. Vous êtes prêts? Allez-y. C'est bon? Alors, maintenant, nous fermons la machine. Pourquoi ça marche pas? We move now to the last point. Before entering on the question, I have two announcements to make for tonight. One, for the slave delegates, you have a working group on the motions
tonight at 10 in room B07. And another announcement for the liberated delegates and other friends. You have a party tonight, a reception offered by Transform, starting at 9:30 in this same building in the level A. And the reception of Transform then will be transformed into a European evening of Die Linke. And it will go on, but be happy. But don't forget that tomorrow we start at 9:00, okay? So, our fifth point is the election of the presidency. And there is a proposed list proposed by the Council of Chairpersons, which is the organ which has the attribute, statutory attribute of proposing it, with the support of the executive board. And this list is composed by one president and four vice presidents. For president, it is proposed Gregor Gysi. For vice presidents, and for vice presidents, Margarita Mileva, Maite Mola, Pierre Laurent, and Paulo Ferreira. You have on the screen the countries where they come from and the parties that they represent. So now I ask if any comrades want to take the floor on this issue. Well, if there is nobody, then we move to the voting, to the elections, as you... Ah, Dieter, okay. It should have been faster. Wenn ich es richtig verstanden please, Dieter, speak here. People like to see your face. Wenn ich es richtig verstanden habe, macht ihr abweichend von den Formalien der letzten beiden Kongresse den Vorschlag, dass alle Personen mit einem Jahr, also in einem Wahlgang, gewählt werden. Ich interveniere nicht nur dagegen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich protestiere auch. Es ist der Demokratie völlig fremd. Demokratie hat mit Wahlen zu tun. Und Wahlen sind individuelle Rechte und Pflichten, keine kollektivierbaren. Es gab, liebe Genossinnen und Genossen, sicher Parteien in der Vergangenheit, die das anders gesehen haben. Aber wir als demokratische Sozialisten sehen es so. In diesem Punkt gibt es zwischen der sozialistischen und der bürgerlichen Demokratie keinen Unterschied. Und liebe Genossinnen und Genossen, mit diesem Wahlapparat geht die Wahl sehr schnell. Also kann ja Zeitersparnis kein Grund sein für diese Methode. Und ich bitte darum, dass wir jeden Argwohn und jeden Verdacht dadurch ausschalten, dass wir den Artikel 26.1 im Statut wörtlich nehmen. Ich zitiere: The chairperson is elected by the Congress. There is not the chairperson and the vice president are in one Vorgang zu wählen, sondern the chairperson und dann für jeden Vizepräsident ebenfalls. Ich plädiere für das Verfahren, das wir auf unserem Kongress in Paris, auf unserem Kongress in Madrid hatten und gegen diesen Versuch, sich dem Verdacht auszusetzen, aus welchen Gründen auch immer, Demokratie auszuhebeln. Wir sind demokratische Sozialisten und sollten jeden Wahlgang einzeln vornehmen. Dankeschön.
Thank you. Any other comrade wants to speak on this issue? Dieter, if I understand, why you are proposing a method of voting, that's it. Okay. So we have two possibilities of voting this. We will decide on that. And I ask if there is someone who wants to speak on the voting system on the other sense, contrary to the proposal of Dieter, before we the ones who want to speak must come to the front because we cannot see you down there. No, speaking is here on the stage. Thank you. So, dear comrades, with a great respect to that was told by Dieter, we have spoken about the procedure of the vote on today's Council of the Chairpersons, where me, on behalf of our delegations, so we propose to have a collective a vote for the presidency, because in fact, as far as we understand this Article 26, it doesn't clearly regulate this procedure about regarding the voting. So as far as we have been told that during the previous four congresses, there were different procedures of the vote. There was an experience to have a collective vote as well as of individual vote. We stand for a collective vote because of several reasons. First of all, this question regarding the components of the presidency have been discussed during a sufficient period of time within the Council of Chairperson, as well as within the executive board, and the list have been proposed according to the 26th article to the Congress. Secondly, and our comrades can also prove this, that during the discussions upon the presidency components, there were no other candidates, in fact, proposed. Probably in case of other alternative candidates, the individual vote would be necessary to apply. But in case nobody proposed somebody else and nobody officially has no objection to anybody from the list, so it will be logic, according to us, to have a collective vote. And certainly, today, during the whole day, we have spoken a lot about the ways on how to build alliances for Europe of solidarity. So, and our proposal would be to show our unity and consolidation through the collective vote in order to build an efficient alliance within the next presidency, to which we wish a great success as well as to all of us. Thank you. Thank you, Ina. So, if you agree, we will move on to vote on the voting system. And I would suggest that button one for voting on the list as a whole, button two to vote name by name separately, and three for abstention, of course. Is everyone clear about what we are going to vote? We are going to decide on the voting system for the election of the presidency. So, one for list as a whole, two to vote after name by name, three abstentions. So, the vote is open. I repeat what we are voting for the third time. We are voting on the system of voting. So, we may choose two systems. Either we vote a list as a whole, or
we vote this list person by person. So, if you press one, you choose that we will vote the list as a whole. If you press two, don't mind what is there, because this yes, no abstention is the standard vote. So, if you press two, you choose to vote the list person by person. If you choose three, you abstain. Is it clear? Can we vote? Okay. Then the vote is open. Everyone voted? Okay. Are you? Press your finger on the button. Okay, then the vote is closed. And the result is, so, very tight, 49-7. Okay, comrades, so now we move to the next step, which is voting on the list as a whole for the presidency. Here, please, you can erase this result. We move to the next step. On the regi, okay. So, for approving the list, you have button one, rejecting the list, button two, and abstention on three, as usual. Is it clear for everyone? Okay. So, the vote is open now. Did you press your button? Okay, then the vote is closed now. Let's check the result. Well, so, Habemus Papam, I will ask our new president to address the Congress, please. Comrade Gregor Gysi. We have a flower moment. Now, Comrade Gregor Gysi, if you want to address the Congress. Liebe Genossinnen und Genossen, ehrlich gesagt, eine Einzelabstimmung hätte mich auch nicht gestört. Ich will es nur mal sagen. Aber so geht es auch. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das ihr mir gegeben habt, das ihr Margarita Mileva gegeben habt, das ihr Malte Mola gegeben habt, das ihr Paolo Ferrero gegeben habt und Pierre Laurent. Herzlichen Dank. Auf jeden Fall beginnt für mich schon wieder mal ein neuer Lebensabschnitt. Aber das macht nichts. Jetzt freue ich mich darauf, als Präsident der Partei der Europäischen Linken europaweit wirken zu können. Als unsere Partei gegründet wurde, war ihr erster Vorsitzender Fausto Bertinotti, der eine Menge geleistet hat. Danach war es Lothar Bisky, der viel getan hat für diese europäische Partei und leider viel zu früh von uns gegangen ist. Und dann hat Pierre Laurent 6 Jahre hart gearbeitet, um Strukturen zu schaffen, die wir jetzt nutzen können.
Wir haben eine Europäische Union, die in einer tiefen Krise steckt. Sie steht in einem desolaten Zustand. Die Rechtspopulisten gewinnen einen Einfluss. Es gibt einen Rechtsruck in den USA und in Europa. Das ist eine Herausforderung, nicht nur, aber gerade auch für die Linke. Wir haben in Österreich erlebt, dass der rechtspopulistische Kandidat nicht gewählt wurde, sondern der andere. Viele beruhigt das. Ich freue mich auch darüber, aber es beruhigt mich überhaupt nicht. Es war ein Unterschied von 1,5%. Wie schnell kann der schmelzen? Wir dürfen uns nicht zurücklehnen. Wir müssen den Kampf gegen rechts ernst nehmen, in ganz Europa. In Italien gab es ein Votum, das mich sehr beruhigt hat, weil die Verfassungsreform einen Demokratieabbau bedeutet hätte. Und das hat eine deutliche Mehrheit der italienischen Bevölkerung zurückgewiesen. Trotzdem, wir haben die tiefste Krise der EU seit ihrer Gründung vor fast 60 Jahren. Erstens, die Europäische Union ist unsozial. Die Kluft zwischen Armut und Reichtum wird überall größer. Wir dürfen nicht vergessen und müssen es immer wieder sagen, die 62 reichsten Menschen auf der Erde sind genauso vermögend wie die finanziell untere Hälfte der Weltbevölkerung, das heißt wie 3,6 Milliarden Menschen. Man muss sich das mal überlegen. 62 Menschen und 3,6 Milliarden Menschen besitzen das Gleiche. Das ist absolut abenteuerlich und unverschämt. Und interessant ist, dass 2010 die 388 reichsten Personen so viel besaßen wie die untere Hälfte der also die finanziell untere Hälfte der Weltbevölkerung. Was ist in den 5 Jahren geschehen? Das Vermögen der 62 ist um eine halbe Milliarde angestiegen. Und das Vermögen der 3,6 Milliarden Menschen, die zur unteren finanziellen Hälfte gehören, ist um rund 1 Billion US-Dollar gesunken. Sie haben 41% ihres Vermögens verloren. Wir haben keine Zeit, wo sich das allmählich angleicht. Im Gegenteil, wir haben eine Zeit, wo es immer weiter auseinandergeht. Und deshalb, wegen dieser sozialen Frage, ist doch die Linke mal gegründet worden. Da müssen wir uns auch entsprechend zu Wort melden. Für die Vermögenden wurden Steueroasen geschaffen. Konzernspitzen werden mit Null- und Niedrigsteuern nach Irland, Holland und Luxemburg gelockt. Es gibt einen ruinösen Wettbewerb auf Kosten der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger. Die Privatisierung der öffentlichen Einrichtungen, des öffentlichen Eigentums ist zutiefst unsozial. Und wir müssen uns auch dagegen stellen. Heute wird häufig von einer Staatsschuldenkrise gesprochen. Das ist falsch. Es war eine Finanz- und Bankenkrise durch Spekulation. Und nur weil die Staaten die Banken gerettet haben, wurde daraus eine zu hohe Staatsverschuldung. Das heißt, schuld sind die Banken und die Finanzjongleure, nicht in erster Linie die Staaten. Und der Weg soll nur die Austerity-Politik sein. Griechenland. Unser Genosse Tsipras und die Syriza sind in einer extrem schwierigen Situation. Sie haben harte Sozialkürzungen durchgeführt, weil sie gezwungen wurden, weil sie unter Druck gesetzt wurden von der sogenannten Troika und von der Bundesregierung, insbesondere von Schäuble und Merkel. Aber eine Niederlage von Tsipras ist auch eine Niederlage der Linken in Europa. Und wir müssen Schäuble endlich stoppen. Es wird höchste Zeit, liebe Genossinnen und Genossen. Aber es wachsen auch die Widerstände. Wir haben in Portugal eine Linksregierung. Sie nimmt die Auflagendiktate wieder zurück. In Athen trafen sich die europäischen Staatschefs zusammen mit Frankreich. Italien war auch dabei.
Und zwar, weil sie doch darüber nachdenken, wie man eine Sperrminorität gerade gegen die deutsche Vorherrschaft in der Europäischen Union bilden kann. Es wird höchste Zeit, dass man auch denen zeigt, dass es Grenzen gibt. Die Linke muss diesen Widerstand befördern. Wir brauchen Solidarität mit dem griechischen Volk und mit unserer Mitgliedspartei, der Syriza. Nach 1945 hat Deutschland erlebt, dass es einen Marshallplan gab, nachdem die schlimmsten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit durch Deutsche begangen worden sind, gab es einen Marshallplan zum Aufbau Europas und zum Aufbau des Landes. Und was machen wir heute mit Südeuropa? Wir bauen es ab, wir sparen es kaputt, wir kürzen die Löhne, die Renten, die Sozialleistungen. Wo bleibt der Marshallplan für Südeuropa? Das sind wir Deutsche gerade dem Süden Europas schuldig in Anbetracht unserer Behandlung nach 1945. Applaus 1953, das war 8 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges. 8 Jahre danach gab es die Londoner Schuldenkonferenz und Deutschland wurde überwiegend die Schulden erlassen. 8 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Diktatur. Ich sage euch, wir brauchen jetzt auch in der Eurozone eine Schuldenkonferenz. Da geht es nicht nur um Griechenland, es geht um alle Schulden in der Eurozone, wo wir eigentlich konkret entscheiden müssen, welche zurückgezahlt werden müssen und welche nicht. Es ist wieder an der Zeit, eine solche Konferenz durchzuführen. Die Troika, die Bundesregierung, sie haben Griechenland auch zur Rentenkürzung gezwungen. Nun war etwas Geld übrig. Und das griechische Parlament hat sich entschieden, eine Einmalzahlung an die ärmsten Rentnerinnen und Rentner vorzunehmen. Darüber regen sich Schäuble und Merkel so auf, ich finde das eine Unverschämtheit. Und ich muss auch sagen, es geht sie gar nichts an. Ich will darauf hinweisen, noch hat Deutschland und kein anderes Land auch nur einen einzigen Euro an Griechenland bezahlt. Das ist alles nur gedrucktes Geld der Europäischen Zentralbank. Das hat mit den Ländern nichts zu tun. Und noch was kommt hinzu. Herr Schäuble hat gesagt, deshalb werden Schuldenerleichterungen für Griechenland gestrichen. Nur muss ich euch sagen, die waren schon zu einem früheren Zeitpunkt vereinbart, da hat er es auch nicht gemacht. Das hat überhaupt nichts mit dieser Einmalzahlung zu tun, aber er benutzt sie noch dazu. Und das ist doch eine besondere Unverschämtheit zu sagen, dass eine einmalige Zahlung an die ärmsten Rentnerinnen und Rentner dazu führt, dass man Griechenland bestraft. Abenteuerlich, kann ich nur sagen. Und das Zweite ist, dass sich Frau Merkel und Herr Schäuble über folgenden Sachverhalt nicht aufgeregt haben. Die deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haben der Commerzbank in ihrer Spekulationskrise mit 18 Milliarden Euro geholfen. Mit 18 Milliarden Euro. Und dann ist die Regierung darauf hingewiesen worden, dass es eine Steuerlücke gibt, sodass die Commerzbank, nachdem sie große Gewinne macht, keine Steuern zu bezahlen braucht. Sie hat sie nicht geschlossen. Es gab keinen Antrag, das Steuerrecht diesbezüglich zu ändern. Und jetzt werden wir auch an den Gewinnen der Commerzbank nicht beteiligt. Haben sich eigentlich Frau Merkel und Herr Schäuble jemals darüber aufgeregt, dass wir 18 Milliarden Euro an eine Bank gezahlt haben und nichts von ihr bekommen? Nein, darüber regen Sie sich nicht auf. Aber wenn die ärmsten Rentnerinnen und Rentner in Griechenland was bekommen, darüber regen Sie sich auf. Und dagegen muss die Linke stehen. Und zwar konsequent, meine ich. Zweitens, die EU ist unsolidarisch. Es war die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland, die die Solidarität mit Griechenland aufgekündigt hat. Und das hat die Solidarität in der Europäischen Union insgesamt zerstört.
Und zwar aus einem einzigen Grund, weil alle Regierungen wussten, wie sie behandelt werden, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn du dem Land, dem es am schlechtesten geht, so unsolidarisch begegnest, dann zerstörst du die Solidarität in der gesamten Gemeinschaft. Bei der Flüchtlingspolitik war es auch sehr interessant. Viele sind im Mittelmeer ertrunken. Die italienische Regierung bat um Solidarität. Und andere Regierungen, einschließlich der Bundesregierung, sagten, nein, wir haben das Abkommen von Dublin, das ist euer Problem, das ist nicht unser Problem, das geht uns gar nichts an. Tja, nun musste Merkel doch Opfer ihrer eigenen Politik werden. Denn als dann im Herbst 2015 viele Flüchtlinge über die sogenannte Balkanroute nach Deutschland kamen und plötzlich die Bundesregierung EU-Flüchtlingsquoten forderte, sagten alle anderen Regierungen nein. Und ich habe selten in solche Gesichter von Staats- und Regierungschefs geguckt, mit welcher Wonne die uns den mittleren Finger gezeigt haben. Aber schuld ist die Bundesregierung selbst. Wenn du zum rechten Zeitpunkt keine Solidarität übst, dann bekommst du auch keine. Das ist das Ergebnis dieser Fehlpolitik. Natürlich wollen wir das ändern. Und ich weiß, dass die Zahlen der Flüchtlinge groß sind. Ich kenne alle Theorien zum Mauerbau. Abgesehen davon, dass ich aus Berlin komme und wir eine spezielle Erfahrung mit Mauern haben, füge ich hinzu, es ist auch völlig unrealer Blödsinn. Selbst wenn man eine Mauer baute, dann hat man eine Pause, aber höchstens von 1,5 Jahren. Und dann stürmen Millionen Menschen diese Mauern, dann wird die Situation unbeherrschbar. Wenn man die Zahl der Flüchtlinge reduzieren will, gibt es nur einen einzigen Weg, den Abbau der Fluchtursachen. Es gibt keinen anderen Weg. Und das müssen wir uns stellen. Warum ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur? Warum liefern wir an Diktaturen wie Saudi-Arabien Waffen? Warum liefern wir Waffen in Spannungsgebiete? Das muss aufhören. Deutschland darf nicht länger an Kriegen verdienen. Warum verkaufen wir als Europäische Union die Lebensmittel so billig nach Afrika, dass die afrikanischen Lebensmittel immer teurer sind und dort keine eigene Landwirtschaft entstehen kann? Das ist unverschämt und muss sofort eingestellt werden. Die Landwirtschaftskonzerne genmanipulieren das Saatgut, und zwar damit es nicht vervielfältigt werden kann. Das ist ja geschäftlich logisch, weil sie es wollen ja jedes Jahr wieder verkaufen. Dafür hat man dann eigentlich Politik, dass die sagt, ja, das hat eine geschäftliche Logik, aber aus politischen Gründen muss ich das verbieten. Es wird nämlich höchste Zeit, es zu verbieten. Ich sage euch Folgendes: Jährlich sterben auf der Erde 70 Millionen Menschen, davon 18 Millionen an Hunger, obwohl wir weltweit eine Landwirtschaft haben, die die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Ich habe zwei Gründe genannt. 12,5 Millionen sterben an behebbaren Umweltschäden. Warum? Und nur die anderen sterben, Anführungsstriche, normal, Ausführungsstriche, an Alter und Krankheit. Wenn wir also nicht die Kriege überwinden, wenn wir nicht Not und Elend und den Hungertod überwinden, wird sich die Zahl der Flüchtlinge nicht reduzieren. Wie bekämen wir nun endlich Frieden in Syrien? Es gibt nur eine Chance, dass zwischen den USA und Russland endlich ein Kompromiss gefunden wird und der dann auch durchgesetzt wird. Übrigens auch gegen den Willen der Regierungen von Saudi-Arabien, der Türkei und des Iran. Und ich finde ja wieder mal die Außenpolitik Deutschlands abenteuerlich. Deutschland unterstützt die Türkei mit Waffen und steht auch selbst mit Soldaten dort. Die Türkei aber bombardiert die Kurdinnen und Kurden in Syrien, weil sie ein autonomes Gebiet der Kurden verhindern wollen. Diese Kurdinnen und Kurden führen aber den entscheidenden Bodenkampf gegen den Islamischen Staat. Also steht Deutschland da an der Seite der Türkei. Aber Deutschland liefert auch Waffen an die Kurdinnen und Kurden im Irak. Ich frage die Regierung, was wollt ihr denn nun eigentlich? Das ist ja geradezu abenteuerlich. Man kann doch wenigstens eine gewisse Konsequenz in der Politik fordern. Und die müsste heißen, dass wir Kriege nicht unterstützen und so schnell wie möglich Frieden in Syrien herstellen. Drittens,
Drittens, die EU ist undemokratisch. Die Austerity-Politik wird durchgedrückt als Diktat gegen demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen. Es gab einen Volksentscheid in Griechenland. Das hat weder die Troika noch die Bundesregierung interessiert. Die Europäische Zentralbank, die EU-Kommission und der Internationale Währungsfonds sind durch nichts legitimiert, Entscheidungen demokratisch gewählter Parlamente aufzuheben. Aber sie machen es. Und die Europäische Zentralbank ist unabhängig. Das kann man bei einer Bank nachvollziehen, aber dann darf sie auch keine politischen Entscheidungen treffen. Aber sie trifft in Griechenland und im Süden Europas ständig politische Entscheidungen und wird nicht einmal politisch kontrolliert. Das ist völlig indiskutabel und undemokratisch. Viele fragen sich, wozu soll ich eigentlich noch nationale Parlamente wählen, wenn die immer weniger zusammen haben? Und ich frage auch, würden sich Merkel und Schäuble einem solchen Diktat unterwerfen? Würde sich Frankreich einem solchen Diktat unterwerfen? Und was man für sich selbst nicht akzeptiert, darf man auch anderen nicht antun. Es gibt wieder gerade zwei neue Beispiele. Die EU-Regierungschefs haben beschlossen, dass das frei gewählte demokratische Europäische Parlament an den Brexit-Verhandlungen nicht beteiligt wird. Sie haben es nicht begriffen. Und das Europäische Parlament hat beschlossen, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei auszusetzen, weil Erdogan gerade dabei ist, aus einer Demokratie eine Diktatur zu machen. Natürlich darf er sich gegen einen Putschversuch wehren. Aber wenn er 48 Stunden später schon weiß, welche 3000 Staatsanwälte und Richter daran beteiligt waren, dann organisiert er offensichtlich einen Gegenputsch. Und was sagt nun Frau Merkel? Nun gibt es ja den Beschluss des Europäischen Parlaments. Sie sagt, ja, wir werden kein neues Kapitel aufmachen, aber wir verhandeln weiter über die Kapitel, über die wir bisher verhandeln. Das heißt, sie akzeptiert das einfach nicht. Sie nimmt das nicht zur Kenntnis. Sie respektiert das nicht. Wir haben eine Schuldenbremse in Deutschland. Der Fiskalpakt in der EU ist auch so aufgesetzt worden. Die Länderregierungen werden gefesselt. Und die sogenannte Haushaltsdisziplin ist wichtiger als Investitionen. Sie ist wichtiger als sichere Renten. Sie ist wichtiger als eine gute Gesundheitsversorgung. Und sie ist wichtiger als eine gute und chancengleiche Bildung. Auch hiergegen müssen wir uns stellen. Im Übrigen bin ich zumindest, und ich glaube wir alle, ein Anhänger des Subsidiaritätsprinzips. Kommunal muss entschieden werden, was in der Kommune entschieden werden kann. In Regionen muss entschieden werden, was nur dort entschieden werden kann. Die Staaten sollen entscheiden, was sie entscheiden können. Und in Europa darf nur das entschieden werden, was wirklich in Europa entschieden werden muss. Dieses Subsidiaritätsprinzip wird ständig verletzt. Wir müssen dafür kämpfen, dass es wieder durchgesetzt wird. Viertens, die EU ist ökologisch nicht nachhaltig. Das EU-Klimaziel lautet zum Beispiel, dass wir 40% weniger CO2-Abgase haben wollen bis 2030 im Vergleich zu 1990. Das basiert auf einer schon akzeptierten Erderwärmung von über 2 Grad Celsius. Nun gibt es aber das Pariser Klimaschutzabkommen. Und dort heißt es, die maximale akzeptable Erderwärmung muss unter 2% liegen, wenn möglich bei nur 1,5 Grad. Nicht 2%, unter 2 Grad liegen, wenn möglich unter 1,5 Grad. Die EU müsste also ihr schwaches Klimaziel nachbessern und die dann notwendigen nationalen Klimaziele auf die Mitgliedstaaten aufteilen. Bleibt die Kommission bei ihren jetzigen Plänen, dann unterläuft sie das Paris-Abkommen. Die Umweltverbände fordern übrigens eine Minderung von 50-60% an CO2-Abgasen in diesem Zeitraum. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie sich durchsetzen können. Auch das schwache Ziel von 27% Ökostrom EU-weit bis 2030 ist mit dem Paris-Abkommen nicht kompatibel. Es führt zudem zu einer deutlichen Absenkung der Investitionen in der EU in der kommenden Dekade. Dann ist die EU intransparent. Das ist fünftens. CETA, TTIP, das Dienstleistungsabkommen TISA, alles hinter verschlossenen Türen. Ich werde euch mal erzählen, wie das aussah, wenn du als leitender Beamter
früher beim TTIP-Abkommen 5 Seiten lesen durftest. Dann wurdest du vorher durchsucht. Dann bist du alleine in den Raum gegangen. Dann hast du die 5 Seiten gelesen. Dann bist du wieder rausgekommen. Dann wurdest du wieder durchsucht. Und wenn du das jemandem erzählt hättest und es hätte in der Zeitung gestanden, hätten sie gewusst, dass du es warst. Und zwar aus einem Grund. Sie haben in jedes Papier individuell immer einen Fehler eingebaut. Also, alle haben gelesen 300-fach und der eine hat gelesen 200-fach. Und wenn dann in der Zeitung 200-fach gestanden hätte, hätten sie gewusst, wer es war. Das alles klingt nach James Bond. Aber das sollten Verhandlungen zwischen der EU und den USA zu einem Freihandelsabkommen sein, woran natürlich die Bevölkerung zu beteiligen sind. Sie haben es nicht begriffen. Wir müssen diese Intransparenz überwinden. Und sechstens, die EU ist bürokratisch. Dazu sage ich nichts weiter, das wisst ihr ohnehin. Und siebtens, es droht, dass die EU immer militärischer wird. Dagegen leistete bisher Großbritannien wegen seiner eigenen Streitkräfte Widerstand, aber Großbritannien scheidet ja aus. Es geht nicht darum, eine kleine EU-Streitmacht statt der nationalen Streitkräfte zu schaffen, dann könnten ja die einzelnen Länder keine Kriege mehr führen, weder gegeneinander noch woanders, sondern es geht darum, EU-Streitkräfte zusätzlich zu installieren und nicht neben den nationalen Streitkräften. Und ich glaube, wir müssen dagegen kämpfen, dass sich die EU an Kriegen beteiligt, dass sie über eine Interventionsarmee verfügt. Das darf nicht passieren. Und zur Sicherheit gehört auch, dass Russland Bestandteil Europas ist. Und wenn das stimmt, dann heißt das nicht, dass wir gegenüber der russischen Politik unkritisch sind. Stichwort Aleppo, Stichwort Umgang mit Schulen, vieles. Und auch gegenüber Putin dürfen wir nicht unkritisch sein. Aber wir müssen eins begreifen und verbreiten. Frieden und Sicherheit in Europa gibt es niemals ohne, geschweige denn gegen Russland. Und die Sanktionen waren eine Fehlpolitik. Das ist nicht der Weg. Wir müssen vermitteln. Wenn das alles stimmt, was nun tun? Es gibt mehrere Alternativen. Wenn man eine so schwere Kritik äußert wie ich, was rate ich der europäischen Linken zu tun? Wir werden, da sind wir uns einig, immer gemeinsam für Frieden, für mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Demokratie, mehr ökologische Nachhaltigkeit, mehr Transparenz, den Abbau von Bürokratie und gegen eine Militarisierung der EU streiten. Aber unterschiedliche Auffassungen gibt es, ob man die EU reformieren kann oder nicht. Ob EU-Institutionen überhaupt Sinn machen. Ich weiß, dass ich all diese unterschiedlichen Sichten zu vertreten und zu respektieren habe, und das werde ich auch tun. Ich verstehe zum Beispiel die portugiesische Partei. Wie soll man noch an die Reformierbarkeit der EU glauben, wenn über 50% der Jugend arbeitslos ist, und zwar durch Druck der EU? Ihr sollt aber auch meine Auffassung kennen, weshalb ich die EU zwar scharf kritisiere, aber deutlich mit einem Neustart verändern, aber nicht untergehen lassen will. Ich weiß, dass viele unserer Mitgliedsparteien, viele Linke in Europa, aber eben nicht alle, diese Auffassung teilen. Der erste Grund, weshalb wir die EU nicht untergehen lassen dürfen, ist die Jugend. Die Jugend ist im Unterschied zu meiner Generation europäisch aufgewachsen. Die meisten sprechen ähnlich. Sie haben mal in dem Land gearbeitet, mal in jenem. Sie waren dort mal im Praktikum, sie haben dort studiert. Stellt euch doch mal vor, wir kehren zu den alten Nationalstaaten mit Grenzbaum zurück, führen wieder die Pässe ein. Irgendwann gibt es Konflikte mit Visumspflicht. Bevor du nach Paris fahren kannst, musst du 3 Monate vorher in der französischen Botschaft das Visum beantragen. Wir kennen das ja alle. Und wir kennen sogar, dass man es gar nicht beantragen kann, dass es noch weitergeht. Also sage ich, die Jugend braucht eine europäische Integration. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, die alten Nationalstaaten werden zum Beispiel im Verhältnis zu China und USA ökonomisch keine Rolle spielen. Nur als EU sind wir ein Faktor. Der dritte Grund, politisch spielen die alten Nationalstaaten keine Rolle, nur als EU. Was glaubt ihr, welche Rolle Luxemburg im Nahostkonflikt spielt? Kann man vergessen. Aber auch die Deutschlands und anderer Länder. Der vierte Grund, der hat etwas mit Deutschland zu tun. Wir Deutschen sind leider keine guten Revolutionäre. Deshalb scheiterte schon unsere Revolution von 1848.
Das Ergebnis war, dass wir keinen Nationalstaat bekamen, sondern den Bund deutscher Staaten behielten. Und erst 1871 hat Bismarck von oben den deutschen Nationalstaat gegründet. Nun kommt das Problem. Die Herrschenden waren der Meinung, dass sie an der Aufteilung der Welt ungenügend beteiligt sind. Die anderen Länder hatten viel mehr Kolonien, Deutschland nur ein kleines Stück von Afrika. Heute können wir ja froh sein, wir müssen uns nicht so oft entschuldigen wie andere. Aber die herrschenden Kreise litten darunter. Und weil sie darunter litten, gab es den deutschen Sonderweg. Vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Mit der Absicht, eine Neuaufteilung der Welt zu erreichen. Und heute geht es nicht mehr so sehr um Kolonien, sondern es geht um Einflusssphären. Und wenn wir wieder der alte Nationalstaat werden, dann gibt es in Deutschland wieder Kräfte, die zu dem Sonderweg zurück wollen. Und ich will den ausschließen. Deshalb hat man nämlich nach 1945 entschieden, Deutschland in alle internationalen Gremien hineinzunehmen, zu integrieren, um den Sonderweg für die Zukunft auszuschließen. Das ist für mich der vierte Grund. Und dann kommt der fünfte und wichtigste. Seit Bestehen der Europäischen Union gab es noch nie einen Krieg zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union. Aber vorher haben die Kriege zwischen diesen Staaten die gesamte europäische Geschichte gekennzeichnet. Und ich befürchte, wenn wir zu den Nationalstaaten zurückkehren, entstehen auch wieder alte Konflikte. Und an irgendeiner Stelle beginnen dann wieder Kriege. Das haben wir, das haben unsere Kinder und das haben unsere Enkel nicht verdient. Die Linke in der Europäischen Union ist noch relativ schwach. Das liegt auch am Scheitern des Staatssozialismus. Weil auch Parteien, die auf Distanz gingen zur Sowjetunion, trotzdem mit in den Keller gezogen wurden. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Aber wir haben es mit der Situation zu tun, dass die Europäische Union leider durch Deutschland dominiert wird. Ich weiß es. Es stand ja auch die Frage, Gabi Zimmer eine Deutsche, ich ein Deutscher. Ich will euch dazu was sagen. Ich möchte, dass man in Europa mitbekommt, es gibt auch ein anderes Deutschland. Ja, es gibt das Deutschland von Frau Merkel und Herrn Schäuble, aber es gibt eben auch Gabi Zimmer und Gregor Gysi, die das völlig anders sehen und anders schreiten. Ich will nur weniges zu unseren künftigen Aufgaben sagen, weil ich das ja im Kollektiv beraten will. Aber wir müssen uns mit Fragen beschäftigen. Wie reagiert eigentlich die Linke, wenn Le Pen in Frankreich regieren sollte und den EU-Austritt Frankreichs forciert? Wenn Frankreich aus der EU austritt, ist die EU mausetot. Mausetot. Braucht man gar nicht darüber zu diskutieren. Und es gibt viele Unterschiede zwischen Rechten und Linken, aber ein Unterschied wird nicht gesehen. Die Rechten setzen alles um, was sie ankündigen. Wir Linken setzen immer nur die Hälfte von dem um, was wir ankündigen. Und wenn dann noch mal 250.000 Leute gegen uns demonstrieren, dann streichen wir noch mal die Hälfte, nicht die Rechten. Die sind ganz anders. Sie nutzen die Macht vollständig aus. Und wie gestalten wir künftig unser kritisches Verhältnis zur Sozialdemokratie? Auch darüber müssen wir nachdenken und sprechen. Ich meine, die Linke darf unter gar keinen Umständen Schultern am Scheitern der EU sein, schon gar nicht an der Seite von Frau Le Pen und anderer Rechter. Die bisherige Leitung, insbesondere Pierre Laurent und seine Stellvertreterin Maria Theresa Mola, Marisa Matthias und sein Stellvertreter Alexis Tsipras und seinem Schatzmeister Dieter Dehm, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Brüssel, haben eine gute Arbeit geleistet. Ihnen gehört unser Dank. Sie haben Strukturen aufgebaut, die wir jetzt nutzen müssen. Und zwar, um die Partei der Europäischen Linken noch bekannter, noch populärer und vor allen Dingen wirksamer werden zu lassen. Jedes Jahr werden wir ein immer breiter werdendes ständiges Forum zu zentralen europäischen Fragen organisieren. Ich bin sicher, wir werden stärker wahrgenommen werden. Ich werde auch mit führenden Konservativen und anderen Kräften der politischen
Ära in Europa sprechen. Und ich werde Ihnen Folgendes sagen. Ihr seid dabei, die EU kaputt zu machen. Wenn ihr sie so unsozial, so undemokratisch, so intransparent und so weiter organisiert und vielleicht noch militärisch, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass immer mehr Mehrheiten der Bevölkerungen, der Mitgliedsländer der Europäischen Union die Europäische Union ablehnen. Und dann seid ihr und nicht die Linken dafür verantwortlich, dass die EU scheitert. Das müssen wir Ihnen so deutlich sagen, meine ich. Und ich wünsche mir noch etwas. Wir Linken müssen endlich wieder rebellischer und leidenschaftlicher werden. Wir müssen doch zeigen, dass wir etwas können und dass wir das auch anstreben. Und ich möchte, dass wir in Europa der stärkste und stabilste Faktor für Frieden, soziale Gerechtigkeit, Demokratie und gegen Rechts werden. Dankeschön. I will ask Gregor to stay here. Gregor, please stay here. And I ask the Vice President, Margherita, Maite, Paolo, Pierre, to join Gregor on the stage. Please come to the stage for the family photo of the new presidency. Vice Presidents, please. And I have a very sad announcement to make in front of our Vice President. Comrades, for the presidency, I have a request. There is a very sad announcement to make that the offices of the GDP around Turkey are now being burnt all over the country for hours. And I think the Congress will trust the new presidency to make an urgent statement on this. It's a very serious issue. Thank you. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich nur entschuldigen. Da ich vor geraumer Zeit noch nicht geahnt habe, heute Präsident der Partei der Europäischen Linken zu werden, bin ich so viele Verpflichtungen eingegangen, und das ist eigentlich unfreundlich, dass ich zum Beispiel morgen Vormittag nicht hier sein kann. Ich komme dann aber um 13 Uhr. Und ich verspreche euch, beim nächsten Kongress bin ich von der ersten bis zur letzten Sekunde anwesend. Aber diesmal ging es leider noch nicht. Dankeschön. Good night. Thank you. Dear comrades, just one short announcement, please. It's just a short announcement concerning the reception of Transform this evening, starting from 9:30, and the following European evening of Die Linke. It's just to tell you, most of you had two of these tiny coupons in their files, which they got at the registration. Due to an error of us, not all of you got it. So if you don't find them in your file, you will get them at the reception. And for those coupons, you get 2 free drinks. That's why I just want to inform you about that.